Das Familienunternehmen Kalb in Dornbirn ist spezialisiert in Metallbau aller Art. Vom kleinen Treppengeländer bis hin zum Stahlgerüst für große Hallen und die Fassadenverkleidung. Kein Auftrag ist dem Unternehmen fremd. Also wir machen wirklich fast alles, was man mit Metall machen kann. Es gibt jetzt eine eigene Kompstahlabteilung, eine eigene Blechabteilung. Zu den Stahltüren, die wir immer schon gemacht haben, haben wir jetzt auch Aluportale, Fenster und Postriegelkonstruktionen dazu genommen. Auch im Schlosser- und Stahlbaubereich können wir jetzt einfach größere und komplexere Sachen angehen. Also was wir die letzte Zeit größeres gemacht haben, interessant war die Kernkante. Bei der Messehalle haben wir neu gebaut. Bei der Schlosserei Kalb ist Qualität oberstes Gebot und beruht auf einer 60-jährigen Erfahrung. Mein Papa hat 1955 den Betrieb gegründet als Huf- und Wagenschmied. 1987 haben wir das übernommen. Und dann 2015 sind wir da in den Neubau gezogen, wo wir jetzt sind. Und da finden wir jetzt einfach optimale Bedingungen zum Schaffen vor. Perfekte Kundenbetreuung steht dabei im Fokus, von der Planungsphase über die Konstruktion bis hin zur fertigen Montage vor Ort. Also wir betreuen Privatkunden, große Baufirmen, machen auch kleine GU-Geschichten. Mir gefällt gut bei der Firma Kalb, dass ein breit gefächerter Arbeitsbereich hier, dass ich halt nicht nur einen Teil von dem mache, was ich jetzt mache, also sprich nur eine CAD-Planung, sondern eher einfach vom Angebot bis zur Rechnung das Projekt abwickeln kann. Wenn wir den Auftrag kriegen, mal die Planung, die Absprechungen mit dem Architekten, eventuell Bauleiter, sprich also ab, plan es durch. Danach wird ein Werksauftrag erstellt, dass unsere Produktion in der Halle starten können. Die Kunden der Schlosserei Kalb sind Kommunen, Gewerbe- und Industriegebiete, Bauträger und Privatpersonen. Die Zufriedenheit der Kunden spiegelt sich in ihrer jahrzehntelangen Loyalität. Warum wir mit der Firma Kalb so viel zusammenarbeiten und die auch als Partnerunternehmen sehen, ist, dass sie sehr viel anbieten. Das fängt an bei den normalen Schlossarbeiten, über Türen, Tore. Darf auch mal etwas komplizierter sein und eine Herausforderung sein. Und da sind wir da noch nie im Stich geworden. Das Angenehme ist, vom Chef über die Konstrukteure bis zum Monteur denken da alle mit Hausverstand. Was ganz einfach ist mit Markus zum Zusammenarbeiten, ist einfach, es zählt das Wort mehr. Man muss nicht alles schriftlich machen, man bespricht alles durch und das gilt nicht. Und so ist wirklich eine einfache Zusammenarbeit möglich. Das angenehme Arbeitsklima fördert eine gute interne Kommunikation. Jede Fachkraft darf die Entstehung und die Umsetzung eines Auftrages mitverfolgen und damit die Verantwortung für das Endprodukt teilen. Die Abwechslung, einmal das Chromstahl, Aluminium, Stahl, von feiner Arbeit bis grobe Arbeit, das gefällt mir gut. Ich will nicht mehr mit Metall arbeiten wollen, und das ist der Hauptgrund, warum ich eigentlich da bin. Da macht man alles quer durch die Bank, nicht nur eintönig, und am Abend sieht man, was man geleistet hat den ganzen Tag. Das ist schon ein Ergebnis. Das Unternehmen setzt einen großen Wert auf seine Mitarbeitenden. Deshalb liegen gut ausgebildete Arbeitskräfte im Kern des Unternehmens. Lehrlinge haben einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Also wir legen da große Werte auf die Ausbildung. Der Zambanin, Andreas, der hat den Bundeslehrlingswettbewerb gewonnen. Das ist also der beste Lehrling ganz Österreich und ist bei der Landesmeisterschaft erwischt worden. Ja, ich habe mich in der Metallbranche umgehört bzw. umgeschaut und bin zum Entschluss gekommen, ich brauche eine abwechslungsreiche Firma mit einem jungen Team, zukunftsorientiert sollte sie auch sein. Und ja, da habe ich bei der Schlosserei Kalb mit dem neuen Firmengebäude, ja, die ist mir gleich so gestochen und habe mich dazu entschieden, um hier zu schnuppern. Und ja, das hat sich dann gut ergeben. Mit einem Ausblick auf die Zukunft zeichnet sich die Schlosserei Kalb aus als ein nachhaltiger Betrieb für Kunden sowie Mitarbeitende.